So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Resident Evil Revelations. Ich bin zwar wieder um 36 und wir machen ganz schnell hier weiter. Ich habe nämlich so eine Befürchtung, dass ich nochmal kurz zurück muss. So. Okay, ich kann das gar nicht drücken. Scheiße. Soll ich vielleicht oben drüber schwimmen? Kann das sein? Versuch es wert. Okay, also. Das Teil kann ich nicht betätigen, alles klar. Weil wenn ich da hingegangen wäre, dann hätte sie ja auch wieder so einen Schock getroffen. Ich versuche es einfach mal, indem ich das Passwort hole. Ja, keine Reaktion, das dachte ich mir schon. Okay, Impfstoff, Impfstoff. Impfstoff wurde infiziert. Ich hoffe, dass der Impfstoff wirkt. Mit einer ID eingeben. Ja, ja. Daten Download. Bitte warten. Ja. So, mitnehmen. Beendet. Ja, gut. Mitnehmen. Sonst labert er mich wieder voll. Okay, versuchen wir es. Ja, ich hatte recht. Jill, alles okay? Ja, vorerst. Okay, ich, jetzt, ich muss mal da zu der Tür hin, aber ich hatte da ja was gesehen gehabt. Irgendwo ist das Monster, ne? Ja, das ist illegale Zubehör, das ich wollte die ganze Zeit. Uah, aus dem Wasser. Uah. Jill. Ich habe jetzt den Code. Gut. Neutralisieren wir den Virus. Passwort verwendet. Autorisation bestätigt. Starte Virusneutralisierungsprogramm. Okay. Na, ob das funktioniert? Irgendwie habe ich nicht die Vermutung, dass das auch wirklich funktioniert. Gute Arbeit, BSA. Eure
Aktivitäten waren erhellend. Morgan Lansdale. Ich wusste, dass O'Brien und sein Schuss und Raymond in meinen Sachen rumschnüffeln. Mit euch hatte ich allerdings nicht gerechnet. Das war mein einziger Fehler. Aha. Du warst es also, beim Angriff auf Terra Grigia. Yep. Jill, pass auf! Meine Fehler werden wohl wieder gut. Ihr seid blinde Passagiere auf der Zenobia. Und ich will euch jetzt verstärken. Moment, wie die, die bringen jetzt alle nur 1% oder wie, ey? Lad schneller nach, verdammt! Komm schon. Ich glaube, beim letzten Mal auch nicht so viel gebraucht. Oh. Meine Güte! Nee, ich bin jetzt nicht so, dass ich meine Raketenwaffe verwenden soll. Ja, vielleicht mache ich es auch. Ich zeige es euch, ob ich das nächste Mal zeigen kann hier. Ich meine, ich habe den ja nicht umsonst eingesammelt, oder? So, Raketenwerfer. Einfach mal ins Inventar. Sicher, sicher, sollte dann noch etwas kommen. Schaden 5. Oh, cool. Aufgeladener Schuss 2, okay. Schaden 5. Für was bist du? Auf jeden Fall werde ich dich jetzt entfernen. F2. Du kommst darüber. Und du kommst rein. Okay. Also, Schaden 5. Okay, okay, warte mal. F2. Schaden 5. Aufgeladener Schuss, was ist das für Schrotflinte? Okay. Gut.
So, Haha. Virusneutralisierung beendet. Ah, das hätte ich mir denken können. Ihr habt ja schließlich Umbrella gestürzt. Aber eure Tage des Räuber- und Gendarmenspiels sind vorbei. Aha. Ich hoffe, ihr begreift den Ernst der Situation und warum ich persönlich erscheine. Ich habe eine große Schwäche. Viele Dinge machen mir Angst. Auch Kleinigkeiten. Ich muss jede Unvollkommenheit ausbügeln. Mhm. Die BSAA, mein lieber Direktor O'Brien, eure ganze Organisation, ihr macht nichts als Ärger. Ihr habt doch nicht etwa erwartet, dass ich euch ungestört herumschnüffeln lasse? Ah, okay. Macht euch doch nichts vor. Ihr seht mal. Euer Schicksal liegt in meinen Händen. Was zum... Die Queen Zenobia. Ja, jetzt weiß ich natürlich, ich habe jetzt diesen Raketenwerfer verwendet, aber ob das so klug war und ob ich den vielleicht nochmal gebrauchen kann, ich weiß es nicht. Wenn doch, habe ich jetzt Pech gehabt. Das ist halt, wenn man blind spielt, dann hat man Pech. Ich wollte euch zeigen und... Naja, passt schon. Ne? Raubzugstufen 13 bis 17 freigeschaltet, ja. Speichern beendet, das ist schön. Wir werden ebenfalls speichern. Episode 8, 9. Hier. Ja. Speichern beendet. Das ist schön. Gut, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, gut, das mit dem Raketenwaffe war vielleicht nicht so schlau von mir, aber ich dachte halt, wenn das ganze Schiff untergeht, dann sind dann eh nur unterm Wasser. Wann soll ich dann ihn denn verwenden? Als jetzt. Okay. Gut, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.